Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts. Ja, die letzte Folge, die Nummer 24, tut mir leid, die musste ich leider splitten, denn die eine Datei ja, hat sich irgendwie selbstständig gemacht und ich konnte den Anfang dann noch retten, aber den Rest nicht mehr und ja, deswegen musste ich in zwei Teile machen. Ich hätte die auch ineinander schneiden können, das Problem war bloß, dass sie unter zwei verschiedene Codec liefen und das irgendwie nicht funktioniert, wie ich das wollte und keine Ahnung, tut mir leid. Soll nicht wieder vorkommen. So, wir haben uns einen Greifen hier. Wolkenschwinge. Und ja, wollten einfach gucken, was wir jetzt noch so machen können. Ne? Ups. So, wenn wir Aufträge. Und wie man sieht, gibt es verschiedene wieder auf dem Weg. Wir können also ein paar hiervon machen. Oder. Das verlorene Kind. Trifft dich in Lower Hooks mit Nadi. Okay. Mit ihr können wir auch mal schlagen. Das ist eigentlich die Folgequest von dem, was wir jetzt gerade machen. Wir könnten aber auch runtergehen zum Hauselfen. Denn Spiek will auch mit uns reden im Wünscheraum. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal auf den Weg zum verlorenen Kind und gucken dann, was wir danach machen können. Da. Wo ist sie denn? Ja, können wir direkt hinfliegen. Schneller, Wolkenschwinge! Er war auf der Suche nach Mr. Bickel. Das kann nichts Gutes heißen. Okay, so. Gucken wir mal, was sie will von Nettie. Ich habe Ominous wegen dem Skriptorium von Salazar Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum. Wir müssen reden. Oh, Sebastian will auch was von uns. Aber erstmal reden wir mit Nettie. Sie kann sich ja gar nicht vorstellen, wie... Ist das Mr. Bickles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Machen wir. Lass mal reingehen. Oh, erst mit ihr reden? Wieso musste er... Alles in Ordnung? Wir suchen Mr. Bickel. Mein Mann ist tot. Er hat ihn getötet. Oh, tut mir leid, Mrs. Bickel. Wer hat ihren Ehemann getötet? Theophilus Harlow. Da bin ich mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Wo ist Archie? Ich bin sicher, ihren Sohn gibt's gut. Er muss hier irgendwo sein. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Archie war mit seinem Vater zu Hause, während ich weg war. Seine Tasche ist nicht da. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend, wie er es immer tut. Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. Wohin könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Südlich von hier. Okay. Er geht nie weit weg, aber wenn er gesehen hat, wie Harlow seinen Vater etwas angetan hat, ich habe Angst wegzugehen, falls er wiederkommt. Wir finden deinen Sohn. Wir finden ihren Sohn, Mrs. Bickel. Danke. Oh, was tue ich nur? Sagen so. Sie sich nicht, Mrs. Bickel. Wir bringen Archie zurück. Okay. Gabi, okay. Lauf mal den Weg da hoch. Fliegen dürfen wir nicht? Als ich den Brief zu Officer Singer brachte, erzählte sie mir von Mr. Bickel. Er hatte dasselbe getan wie wir. Officer Singer mit Beweisen versorgt, um Harlow zu Fall zu bringen. Okay. Ich wollte mit ihm darüber sprechen, was er herausgefunden hatte, aber es war zu spät. Okay, wir müssen leider laufen. Ich muss andere... Genau, ich habe schon meine... Einsatzkräfte hier mobilisieren, weil es wird schon einen Kampf geben. Was sagt Officer Singer zu dem Brief, den du gebracht hast? Sie hat sich bedankt, aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Mist. Schade, dass Hippogreife nicht sprechen können. Wolkenschwinge könnte die nötigen Beweise gegen Harlow liefern. Wir brauchen noch mehr. Das muss das Versteck von Archie sein, das Mrs. Bickel erwähnt hat. Archie? Archie Bickel? Sowas hätte er nicht mit seinem Versteck gemacht. Revelio. Jemand hat hier nach ihm gesucht. Revelio ist die einzige Chance, um herauszufinden, wohin er ging. Okay. Da! Archies Fußabdrücke. Er ist hier lang. Okay, jetzt sehen wir die, okay. Schade, die leuchten auch auf Hätten mich. Hätten wir Archie nicht längst finden Figur. Müssen? Wenn er verfolgt wird, rennt er wahrscheinlich weiter. Wenn es wirklich Harlow ist, der ihn verfolgt, kann ich nur hoffen, du hast recht. Männer wie Harlow würden ihn ohne Zögern umbringen.
Wir müssen Archie schnell finden. Okay, dann lass mal laufen. Walfa, mach dich kampfbereit. Oh, warte. Lazio! Ins Hemd! Ins Hemd! Ins Hemd! Komm, Pringo! Ei, ei, ei. Ich bin nicht diesem Wolfsrudel begegnet. Man weiß, ich wurde schon gefressen. Okay, mal hier. Kann ein paar Sachen einsammeln. Rebellion. Hier hinten müssen die Fußspuren irgendwo sein. Da hinten eine Tasche. Archies Tasche. Warum ließ er sie zurück? Er war bestimmt auf der Flucht vor Harlow und abgelenkt. Hier könnte sich Revelio wieder lohnen. Erinnert mich so ein bisschen an The Witcher, wenn man irgendwas untersuchen muss, alles. Archie ist hier lang. Irgendwie so ein bisschen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Harlow verfolgt Archie bestimmt nicht ohne Grund. Was Archie wohl gesehen hat. Hoffentlich nicht, wie Harlow seinen Vater getötet hat. Davon würde er sich nie erholen. Jedenfalls kann ich es mir nicht vorstellen. Ah, hier können wir auf jeden Fall einmal. Eine Weggabelung. Wir brauchen wieder Revelio. Revelio. Verschiedene Fußspuren. Oh, Harlow hat ihn hier eingeholt. Das ist nicht gut. Sie sind hier lang. Das ist nicht gut. Wahrscheinlich mich verschleppt. Astral. Astrale. Sie sind wunderschön, nicht wahr? Was? Du siehst auch Testrale? Ich habe den Tod gesehen, als ich 9 war. Und kurz darauf das erste Testral. Das hat mich getröstet. Tut es immer noch. Ich denke, wer wie wir den Tod gesehen hat, verdient etwas Trost. Sag mal, mein Testral. Wie cool ist das denn? Revelio. Tut mir leid, dass du in dem jungen Alter so etwas erleben musstest. Ich war bei meinem Vater, als er starb. Meine Mutter war nicht da. Ich fühlte mich so hilflos. Es ist schon lange her, aber mir scheint es, recht ewig zu fangen gestern gewesen. Ich sehe ihn noch so klar vor mir. Er fehlt dir sicher. Okay. Mein Vater war ein wundervoller Mann. Gehen wir weiter. Wir müssen Archie finden. Genau. Oh. Wo ist sie? Da kommt sie. Ah, guck mal da. Geh leise. Sei wie ein Schatten. Okay. Wie befürchtet. Sie haben Archie. Hm. Sei auf der Hut. Wir dürfen keine Fehler machen. Warum den Jungen mitnehmen? Tötet ihn und gut ist. Einfacher geht's nicht. Hier kann ich ihn von hinten nicht kalt machen? Doch. Dass ich mir das nicht einbilde. Das wird's nicht bös. Explosion! Das habe ich
verdient. Auf jeden Fall. Sowas von verdient. Geh mal ins Zelt rein. Meinst du, er ist noch da? Oh, das ist ja ein Zauberzelt, wie man sieht. Dass dieses Zelt innen so groß ist, das macht alles etwas komplizierter. Die ist auch leichter gefunden, aber... Oh, warte. Scheiße, jetzt. Hier ist die Frage, ob wir dann gehen wir da hinten lieber runter leise und springen nicht runter. Damit die uns gar nicht erst hören und wir die von hinten ein bisschen lähmen können. Krass, wie groß das hier ist, Alter. Aber wenn es sowas geben würde, das wäre so geil. Oder? Das ist so cool. Auf sowas hat auch jeder, sowas hat sich auch jeder gewünscht. Ich bekomme schon wieder richtig Bock, das zu gucken, muss ich sagen. Ein bisschen Harry Potter gucken? Why not? Ina, ihn machen wir kalt. Das hat er doch nicht etwa gesehen, oder? Hier ist noch ein Kind. Petrificus Totalus. Da ist auch noch jemand. Wo sind einige hier? Ich kann mir ein bisschen was rumschleichen und von hinten ein bisschen platt machen. Was war das für ein Geräusch? Natürlich, die haben es alle verdient, die Schweine. Hilfe! Kann mir jemand helfen? Ist da jemand? Ich komme sofort zu dir, ich wollte noch ein bisschen rumgucken hier. Da sind wir gekommen. Oh. Hilfe! Kann mir jemand helfen? Ja, wir helfen dir doch. Keine Angst. Hier geht's runter. Hilfe, bitte! Ja. Wir kommen doch schon. Wir sind nur wegen dir hier. Bitte, ich brauche Hilfe. Archie. Archie Bickel. Woher weißt du, wer ich bin? Deine Mutter hat uns geschickt. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Nicht so laut, Archie. Revelio. Wir müssen das irgendwie öffnen. Alohomora. Easy. Was erzählt. Der Mann heißt Harlow. Er hat meinen Vater getötet. Wie schrecklich, Archie. Dafür schnappen wir ihn. Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Jetzt bringen wir dich heim. Wir kennen einen sicheren Weg. Müssen wir auf jeden Fall nicht eskortieren. Das ist schon mal gut. So, wollen wir noch hier reden? Oh, Archie, da bist du! Du bist in Sicherheit! Mutter? Oh, Mutter! Vaters Freunde sind in Gefahr. Ich habe meine Entführer darüber sprechen hören. Welche Freunde, Schatz? Mr. und Mrs. Rape. Mr. Filbert. Und Otto haben sie auch erwähnt, glaube ich. Oh,
Ich werde mit ihnen reden. Lauf du schon ins Haus. Ja, Mutter. Die Freunde ihres Mannes sind in Gefahr? Genau wie er. Wie können wir helfen? Sie haben genug getan. Mein Mann war ein mächtiger Zauberer und konnte Harlow nicht besiegen. Nicht, dass dieses Monster auch noch ihnen nachstellt. Wir wollen Sie nicht beunruhigen. Das mit Ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Bickle. Vielen Dank und danke, dass Sie Archie nach Hause gebracht haben. Ich kann Ihnen beiden gar nicht genug danken. Keine Sorge, Mrs. Bickle. Mein Vater sagte immer, der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Wir sind hier, um einander zu helfen. Hm. Ich will mehr über Mr. Bickles Freunde wissen und warum Harlow hinter ihnen her ist. Prevenio. Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Danke für deine Hilfe heute. Hallo, Homura. Kurz hier rein. Vielleicht bin ich ja noch ein Demi-Guys hier drin. Oder auch nicht. Mal gucken. Demi-Guys. Revelio. Was haben wir denn hier? Da ist ein Demi-Guys. Ein Demi-Guys. Okay, warte mal. Lass mal kurz hier. Karte gehen oder machen wir mit Nacht. Den soll er direkt ein. Du gehörst mir, Demi-Guys. Definitiv. Jetzt brauchen wir noch das, was da drin ist. So, kurz Aufrüstung. Das löschen hier. Zerstören wir. Achso. So. Lass uns einsammeln. Müssen wir mal zum nächsten Händler gehen? Du bist es. Nochmals vielen Dank für die Rettung meines lieben Archie. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne ihn täte. Tja, ich auch nicht. So, wir gucken mal kurz auf die Quests und gucken, was wir jetzt machen können. Gut. Guck mal, da kann ich sogar sehen, wie viele Demi-Geist-Statuen ich habe. In Hogwarts habe ich eine von zwei. Tal von Hogsmeade habe ich. Achso, man kann überall wirklich so sehen, wo ich finde. Okay, das ist nicht schlecht. Aber jetzt mal die Aufträge mal gucken. Oh, wir kriegen hier Crucio als Belohnung. Das machen wir doch mal. Oder? Definitiv. Wo soll man hin? Da ist er. Direkt daneben ihn können wir hin. Also Fruzio habe ich schon richtig Bock. Ist natürlich ein unverzeihlicher Fluch, aber trotzdem ziemlich cool. Nicht praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Hier ist er. Du bist hier. Klasse. Natürlich. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert. Aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Na los. Hier entlang. Wo denn? Halte die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Verdammter Poltergeist. Ach, diese Nervensäge. Das stimmt. Da ist er. Viel Glück. Was machst du hier? Hallo, Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Bitte, Ominous. Ich habe dir doch anvertraut, was mit der Krypta passiert ist. Sebastian wollte nur, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünftklässlern aufzuschließen.
Er dachte, er stört dich nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja, wir sprachen über den Gründer unseres Hauses, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Anns Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich, widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Willst du nicht wissen, was da drin ist? Das ist ziemlich unheimlich. Ich schätze, selbst wenn wir dadurch herausfinden, was deiner Tante passiert ist, stellt es immer noch ein Risiko dar. Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Echt jetzt? Gut, war ich easy. Erzähle, was ich weiß. Wo ist Sebastian? Ich warte hier. Ich hoffe, wir bereuen das nicht. Warte mal kurz. Sebastian, hier drüben. In Zentrum. Diese Feuerstellen öffnen das Skriptorium. Jetzt verrätst du es? Ich habe dich angefleht und du hast nichts gesagt. Du warst nicht der, der mir gesagt hat... Confrito! Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Okay. Na, 3 Köpfe sind besser als einer. Nein, 2 Köpfe sind besser als einer. Und nach der Logik sind 3 besser als 2. Das ist bloß Mathe, Ominous. Hier passiert irgendwas. Okay, ich hab's geöffnet. Wir sind bereit dafür. Weiß mir schon leicht, ne? Gut. Kommen wir hier runter. Dunkle, unheilvolle Gänge. Die liebe ich ja. Ich auch. Kein Kommentar. Ach komm schon, der war gut. Oh, warte. Eine verschlossene Tür. Ich muss meinen Standort belegen. Wir müssen die dunklen Künste nicht so verwenden, wie es meine Familie ehrt. Sobald ich das Skriptorium erreicht habe, werde ich Beweise darüber finden, dass Salazar Slytherin für mich vielsichtiger war, als wir uns vorstellen können. Ich habe meinem Bruder geschrieben. Er weiß jetzt, wie ich in den Korridor gelangt bin und dass es keinen direkten Weg ins Skriptorium gibt. Es ist ein Ehrgarten voller gefährlicher Herausforderungen, die überwunden werden müssen. Ich hoffe, mein Bruder schließt sich mir an, sodass wir das Vermächtnis unserer Ahnen gemeinsam studieren können. Noctua Gaunt. Ein Tagebucheintrag von Noctua Gaunt. Wollen wir mal reparieren hier? Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Die Stimme ist uralt. Unheimlich. Du hörst eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Paselmund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Paselmund stammt von Salazar Slytherin ab. Könnten doch nur alle Slytherins mit Schlangen reden. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parse-Sprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Glaub mir, das tue ich die ganze Zeit. Doch ich bin überzeugt davon, dass wir weitermachen sollten. Ich auch. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Spricht der Pavel? Es hat geklappt. Ominous, ja, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit. Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Neben uns beiden? Ich... vergiss es. Es gibt keinen eindeutigen Weg. Wie in einem Labyrinth. Salazar Slytherin wollte bestimmt, dass es schwer ist. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor.
Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Ja. Yeah. Das verlangt Konzentration. Nutze L, um die obere Scheibe zu drehen. Vielleicht braucht es Übung. Aber ich habe das mit dem Zeichen nicht gemerkt. Das klang nicht gut. Salazar Slytherin hat es uns nicht leicht gemacht. Okay, pass auf, hier brauchen oben der Kreis, Mond und unten die Schlange. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor, aber du warst schneller. Gute Arbeit. Lumos. Contringo! Da ist ein Schloss, aber was soll man damit machen? Ich bin an dem Rad gescheitert und es hat mein Gesicht geschnappt, als wäre es eine echte Schlange. Aber um mein Familienwillen will ich dennoch einen Weg finden. Wir dürfen nicht länger von Kindern verlangen, sich diesen alten Traditionen unterzuordnen. Ich bin mir sicher, dass es in Skriptorien Beweise für gibt, dass unser Vermächtnis größer ist, als wir wissen. Ominous, deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Reveli, hatte ich sie von allen am liebsten. Warte mal. Dann noch kurz zurück. Lumos. Leicht zerkratzt? Na okay, nicht wirklich. Ist der Bullenkopf und unten ist so ein Viereck-Kram. Bullenkopf unten ist so ein Viereck-Kram. Bullenkopf unten ist so ein Viereck-Kram. Sollte funktionieren, warte mal. Noch eins. Nicht gerade gastfreundlich, was? Da ist von oben. Scheibe ist kniffliger als die letzte, aber wir haben es so weit geschafft. Gib nicht auf. Hat jede Scheibe unterschiedliche Geschwindigkeiten und Symbole? Ach, ich habe das Richtige gesehen, da würde ich verkehrt nochmal zurückgehen. Ziemlich sicher, dass es das Richtige war, was wir gemacht haben. Also. Lumos! Hier ist dieses Viereck-Ding und da oben ist dieses Kreis-Ding. Oder gibt es noch eine Tür hier, wo. Ich muss auch das bei der machen. Noch ein Tor. Okay. Du musst gerade reden, Sebastian. Das klang vielversprechend. Noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Gut gemacht. Okay, okay, jetzt sind wir hier drin, dann müssen wir. Es ist ganz außergewöhnlich. Diese Reise ist sehr schmerzlich, aber es lohnt sich. Bald werde ich das Skriptorium finden und nie geahnt die Geheimnisse über unseren Hauptgrund entdecken. Salazars Söhne hatte für uns große Pläne. Ja, aber warte mal. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Mann, ich muss Kram hier löschen hier. Ich will schon mal nur eins geteilt, weil vielleicht muss ich ja irgendwas verkaufen. Schmerzhaft. Ja? Der Teil gefällt mir nicht. Ich habe nur Belohnungen gehört. Los, weiter. Los, hier ist. Okay, hier ist und unten ist so ein Dreier, also ein Dreieding da. Oben ist das und unten so ein Dreieding. Dann muss das ja das Ding hier hinter sein, ne? Dem Skriptorium einen Schritt näher. Mal gucken, wie weit wir uns dann näher sind. Ihr macht ja alle gar nichts. Ich bin der Einzige hier, was macht.
Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Bin ich jetzt alleine hier drin? Nee. Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Gut, oh, dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Ich habe alle Hoffnung verloren. Ich bin eingeschlossen. Ein Schrei und der Anblick gemauerter Gesichter haben mir das Blut in den Venen gefrieren lassen. Nur ein unverzeihlicher Fluch würde es mir erlauben, voranzukommen. Selbst wenn ich ihn wirklich wollen würde, hätte ich kein eigenes Opfer bei mir. Salazar hat eine wahre teuflische Prüfung gedacht. In meiner letzten Nachricht an meinen Bruder habe ich ihn hierher eingeladen. Sucht er jetzt allein nach mir, führt ihn das nur ebenfalls in den Tod. Trotz unserer Streitigkeit will ich nicht, dass ich ihn etwas zuschicke. Ich wünschte, wir wären nicht im Streit auseinandergegangen. Ominous. Ein Skelett. Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous. Das mit deiner Tante tut mir sehr leid, aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Du meintest, du weißt, was zu tun ist? Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Du kennst ihn besser als ich. Also gut. Wünsch mir Glück. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Ominous, ich weiß, das ist das Letzte, was du tun willst. Ja, ich dachte, du kennst mich besser. Aber das ist anders. Die Person, auf die du ihn anwendest, stimmt ja vorher zu. Sie ist also kein unschuldiges Opfer. Wir müssen die Tür öffnen. Der Fluch muss ernst gemeint sein. Wie alle Unverzeihlichen. Wenn es der einzige Weg ist, muss jemand von euch es tun. Okay. Was macht er bestimmt jetzt hier? Was machen wir jetzt? Ominous will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte. Du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctua Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Ich will den Cruciatus-Fluch lernen, aber du musst ihn an mir ausführen. Ja. Ich will den Fluch lernen, aber ich will ihn nicht auf dich wirken. Du musst ihn auf mich anwenden. Ich werde das nicht vergessen. Okay. Bereit? Ja, bereit. Geht es dir gut? Ob es mir gut geht, du hast den Cruzio vorhin hier. Wow. Dieser Schmerz, er war entsetzlich. Aber ich werde es überleben. Los, weiter. Nein, die scheiß Ausrüstungsgegenstände. Haben wir hier drüben irgendwas? Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Revelio. Wir sind hier. Unfassbar. Hier liegt ein Buch. Sebastian, Ominous. Hier drüben ist ein Buch. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Darf ich mal sehen? Was meinst du?
Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue, es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Das denke ich aber auch. Ach, jetzt warte mal. Ein paar Sachen löschen hier aus Ausrüstung. Nochmal gucken, was hier in der Truhe drin ist. Ich will nicht gehen, aber ich stehe in eurer Schuld. Rebellion. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Ich fürchte, wir hätten nie zu einem gekommen. Ich kann nicht einen einzigen von ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hatte zu hoffen gewagt, dass Gottolds Gedanken im Einklang mit meinen stehen. Er versteht, warum das Kaliber des Schülers ausgewählt sein muss. Aber er ist der lächerlichen Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige eben genauso fähig sind wie Reinblütige. Er war wütend, als ich meinen Unmut über seine Gedanken zu diesem Thema äußerte. Gedanken, die er noch nicht angesprochen hatte. Ich bin in Zwietracht. Ich werde die Kreaturen in ihren Kammern Tierwasser. Ich bin die Zwietracht leid und kann die korridoral unfähigen Kinder, die sich als Hexen zaubern gehen, nicht länger mit ansehen. Schweren Herzens weiß ich, was zu tun ist. Ich werde die Kreatur in der Kammer im Tiefschlaf versetzen, bis sie von jemandem erweckt werden kann. Haha, der meine Ansichten teilt. Ein Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen so leichtfertig angerichtet haben. Jemand, der die Schule von jenen befreit, die Hogwarts nicht würdig sind und nur dazu dienen würden, mein Erbe zu beflecken. Oh, wir wissen natürlich alle, welche Kammer das ist. Die Kammer des Schreckens. Und der hat die Kreatur in Tiefschlaf versetzt. Wir kennen die Kreatur, kennen wir leider auch. Ziemlich cool, dass man alles hier noch so entdeckt. Kerker von Slytherin, da wollen wir noch nicht hin. Finden wir hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das war es tatsächlich alles. Oder? Ich glaube schon. Dann lass uns zurückgehen. Das ist schon cool, dass man alles so findet hier. So nicht schlecht. Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin... Oh, nein, ich wollte nicht rein. Gut. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Ja, auf jeden Fall. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. Wollte einfach mal so rausgekriegt haben, ne? Guck mal ganz kurz, mal ganz ehrlich. Ich hätte einfach mal erfahren, dass seine Tante, tot ist sozusagen, ne? Ah, ne, das wusste er wahrscheinlich schon vorher, weil die ja schon älter war, aber trotzdem. Wenn du es einfach mal hier so rausbekommst, ist das schon abgefahren. Gut. So, gucken wir uns noch ein paar Aufträge an hier. Das nicht, aber ich würde sagen, wir... müssen auf jeden Fall nochmal unseren Talentpunkt vergeben. Obersprüche. Treffen wir Fernseher, okay. Ja, das sind eigentlich nur so verstärkte Sachen, ne? Was ist das? Ja, der Pulso. Bam! So. Ja, gut. Gut, ja, aber das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und mal sehen, welche Rätsel wir beim nächsten Mal lösen. Viel Spaß und bis dann. Tschüss.